Okay, herzlich willkommen zur Vorlesung heute. Heute fängt der letzte Teil der Vorlesung an und dieser Teil geht über Informationstheorie. Und genau, und Informationstheorie, wenn man es her hat, gibt es drei Anwendungsgebiete. Erstmal die Quellcodierung, dann die Kanalkodierung und dann hat es Anwendung in der Kryptographie. Die Quellcodierung. Da ist das Ziel, gegeben haben wir in der Informationstheorie immer eine Quelle, die Ereignisse produziert mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und die wollen wir übertragen oder die wollen wir dann erstmal kodieren, diese Ereignisse und in der Quellcodierung, da wollen wir die Redundanz verringern. Und das heißt, die Hauptaufgabe darin besteht quasi, die Daten zu komprimieren. Ja? Das heißt, Datenkompression. Ein quasi aktuell, also das kennt ja jeder, Datenkompression, wenn man irgendwie einen Datenstrom hat oder irgendwie einen File, dann will man den mit wirklich wenig Bits darstellen. Dann gibt es noch eine andere, neuere Art von Daten, quasi die Datenkompression und das sind komprimierte Datenstrukturen. Also werden wir bei der Datenkompression ein File zum Beispiel auf einmal komprimieren und dann wollen wir da irgendwie einen gewissen Teilbereich auf einen gewissen Teilbereich zugreifen. Dann müssten wir jetzt traditionell alles wieder dekomprimieren und bei komprimierten Datenstrukturen, da ist es nicht der Fall, da kann man immer noch effizient auf einzelne Teile des Files wieder zugreifen. Ja. Und das ist aber, das wird nur ein geringer Teil der Vorlesung sein, aber das ist eine interessante Anwendung. Ja, dann gibt es bei der Kompression verschiedene Arten. Da gibt es verlustbehaftete und verlustfreie Kompression. Also wenn Sie zum Beispiel an Bildkompression denken, da wird manchmal, da gibt es Sachen, die das menschliche Auge zum Beispiel, da macht es keinen Unterschied, ob da noch mehr Bits in einem Pixel kodiert werden. Das heißt, die kann man weglassen und das heißt, bei manchen Sachen wie Texte, da wollen wir aber den Text wieder genau original rekonstruieren. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Beispiel für verlustfreie. Ja? Und das Ganze hat natürlich auch eine hohe wirtschaftliche Bedeutung, zum Beispiel wenn ich Mobilfunk telefoniere und ich kann die Daten mit weniger Bits darstellen, dann spart man sich Bandbreite. Ja? So, dann die zweite Themengebiet ist die Kanalkodierung. Da ist es so, dass man einen Kanal hat, der gestört ist, zum Beispiel irgendwie bei Wi-Fi. Wenn da was übertragen wird, dann gibt es aber gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Datenpaket nicht ankommt und so weiter. Oder dass da ein Bit falsch ist. Und ja, das ist ein gestörter Kanal, den kann man modellieren. Und durch fehlerkorrigierte Codes kann man das ausgleichen. Und da wollen wir Beispiele kennenlernen. Und das letzte Feld ist dann in der Kryptographie mit diesen Konzepten, die wir kennenlernen werden, also wie Entropie, kann man die Sicherheit eines Kryptosystems modellieren und kann da Aussage darüber machen. Genau. So, das Material für die Vorlesung sind ja einfach die Vorlesungsfolien und das Buch Information und Codierung von Martin Werner. Das ist auch übers Uninetz bei Springer Online verfügbar. Genau. Und da ist die ersten zwei Teile sind da größtenteils aus diesem Buch. Okay, also fangen wir an, wie das zu modellieren. Also die Informationstheorie, die kommt von Claude Shannon, geboren 1916. Also das ist quasi 100-jähriges Jubiläum von Claude Shannon dieses Jahr. Und der hat es 1948 das erste Mal formalisiert, was Information ist und so weiter. So, also wie gesagt, wir haben erstmal eine Menge von Zeichen und die wird emittiert von der Quelle mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ja? Also man denkt sich vielleicht ein Alphabet von 1 bis n und jedes wird dann mit der Wahrscheinlichkeit von pi emittiert. Und
Genau, und wir können quasi diese Informationsquelle x, ja, kann man auch dann also als wahrscheinlich Zufallsvariable auffassen. Ja. Also ein Beispiel, zum Beispiel ein Würfel, ein fairer Würfel, idealer Würfel, der genau mit einem Sechstel jede Zahl produziert. Und da ist der Erkenntnisgewinn nach einmal Würfeln ziemlich groß, weil das ist genau ein Sechstel. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ob jetzt eine Zahl, also normalerweise kommt eine Zahl nicht öfters vor. Ja, das heißt, alles ist gleich verteilt. Also es wird genau mit einem Sechstel geworfen. Ja, und dann kann man nicht irgendwie sagen, eine Zahl wird es wahrscheinlich öfters vorkommen. Ja. Während wenn ich einen Würfel habe, der gezinkt ist, wo eine Zahl, sagen wir mal, mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 geworfen wird, weil man da irgendwie ein Gewicht hingemacht hat, dann sagt man, dann ist die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel hier in dem Beispiel 1/2. Dann kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 kommt die 1 zum Beispiel. So, das heißt, der Erkenntnisgewinn da ist kleiner. Ja. So, und jetzt will man ein Maß, der jetzt diese Information, die man kriegt, misst. Ja. Also man will was, das sagt, ja, wenn irgendwas, also erstmal soll die Information nicht negativ sein, das heißt, wenn ich irgendein Ereignis habe, dann soll das immer größer gleich 0 sein, das Informationsmaß. Wenn ich ein sicheres Ereignis habe, also zum Beispiel eine Münze, die immer auf eine Seite fällt, dann erhalte ich keine neuen Informationen, weil ich weiß ja vorher, auf welche Seite die fällt. Das heißt, dieses Informationsmaß für ein sicheres Ereignis, P1, PI gleich 1, das soll 0 sein. So, und eine kleinere Änderung der Wahrscheinlichkeit, also wenn das von 1 auf 0,9999 geht, soll auch nur eine kleine Änderung der Wahrscheinlichkeit sein. Das heißt, das Informationsmaß soll auch stetig sein, die Funktion. So, und eine weitere Eigenschaft, die das Informationsmaß erfüllen soll, ist, dass wenn ich eine Zeichenkette, die doppelt so lang ist, habe, dann soll die Information auch doppelt so groß sein. Ja, das heißt, wenn ich sage, ich habe zwei Ereignisse, PI und PJ, dann soll die Information der multiplizierten Wahrscheinlichkeiten soll addiert sein. Ja. Und genau, und wenn die unabhängig sind, dann ist das aber genau die Summe. So, und eine Funktion, die all diese die Bedingungen erfüllt, ist die Logarithmusfunktion. Ja. Und zwar Log von 1 durch die Wahrscheinlichkeit. So, und das nennt man das ist quasi unser Informationsmaß, das man nimmt. Und im Folgenden wollen wir immer das zur Basis p gleich 2 machen, dass man das Ganze in binär, in Bits angibt, in Binary Digits. Genau, hier eine kleine Wiederholung, weil das wollen wir jetzt dann brauchen, über die Rechenregeln der Logarithmen. Ja, also das heißt, wenn ich zwei Wahrscheinlichkeiten habe, xy, und ich multipliziere die im Logarithmus, dann ist es eine Addition der zwei Einzellogarithmen. Der Kehrwert kriegt man, indem man das Vorzeichen rumdreht. Und dann, was man auch öfters braucht, ist der Basiswechsel. Ja, also wenn ich einen Logarithmus habe zur Basis b und will einen Umwandler zur Basis a, dann kann ich einfach durch den Logarithmus von a zur Basis b teilen, dann kommt das raus. Ja, das ist ganz einfach, wie man das herleitet. Kann man einfach das x schreiben wir als b hoch, als a, als das x kann man schreiben als a hoch Logarithmus a zu x, und dann kann man das herleiten. Ja? So, und dann eine ganz wichtige Umgleichung, die da gilt für den Logarithmus, ist, dass Rhythmus
der natürliche Logarithmus hier von x kleiner ist als x minus 1 oder jetzt in diesem Beispiel auf der Folie, da ist es der Logarithmus 2. Ja. Da müssen wir diese Ungleichung multiplizieren mit Log e von 2. Das heißt, da kriegt man gerade so eine Gerade mit Log e von 2 Steigung und die tangiert genau diese Logarithmuskurve im Punkt 1.0. Ja. Genau. So. Und dann zum Beispiel, wenn man jetzt eine Münze hat, dann wäre die, und das ist eine faire Münze, das heißt, jede Wahrscheinlichkeit tritt auf, jedes Ereignis, also Kopf oder Zahl, tritt auf mit Wahrscheinlichkeit 1,5. Dann wäre der Informationsgewinn der Logarithmus durch die Wahrscheinlichkeit 1,5 wäre Logarithmus von 2 und es wäre gleich 1. Ja? Und wenn man jetzt dieses Experiment, und diese Experimente sind unabhängig, einmal wiederholt, dann kann man hier aufsummieren über das Zeug. Und das heißt, dann kriegt man Log dann 2 hoch k, was dann quasi k-Bits an Informationen ist, die man hinkriegt. So. Jetzt wissen wir, was Information ist, und über die Information kann man jetzt die Entropie definieren. Und die Entropie ist eben genau das mittlere Informationsgehalt pro Zeichen, das man rauskriegt aus der Quelle. Ja. Das heißt, nimmt man alle Ereignisse, die von der Quelle emittiert werden, und bildet da die Summe. Das Log 2, 1 durch px, das ist jetzt genau die Information. Und px, das ist genau die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Information erhalte. Ja. So. Und das heißt, da gibt es jetzt natürlich Randfälle. Also wenn man hier Ereignisse hat, die zum Beispiel nie auftreten, dann kriegt man hier die Wahrscheinlichkeit 0. Und da kann man sich da definieren, dass es unendlich ist. Oder für den Fall, dass ich Logarithmus von 0 habe, dann wird man das auch als 0 definieren, um diesen Randfall abzudecken. Das heißt aber, sonst gilt natürlich immer, dass die Entropie größer ist als 0. Das hier ist auf jeden Fall kleiner 1, ja, weil die Wahrscheinlichkeit alle aufaddiert gleich 1 sind, ist eine Einzelwahrscheinlichkeit kleiner 1. Das heißt, das Ganze, der Kehrwert ist dann also größer 1 und der Logarithmus wird positiv ab 1, ja, und das Px ist auch 1. So. Das heißt, wenn wir jetzt da wieder, also die wird maximal, das wird es in der Übung sehr, wenn alle Ereignisse gleich verteilt sind, ja, also wenn ich in Ereignisse habe und ich die jeweils habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 1 durch n, dann habe ich ja hier also 1 durch n und summiere über alle n Ereignisse auf 1 durch n, dann wird es Log von n. Ja. Das ist die maximale Entropie. Wenn man dann das zum Beispiel sagt, man hat einen Text mit 26 Buchstaben, dann ist die maximale Entropie, also wenn alle gleich verteilt sind, jeder Buchstabe tritt gleich oft auf, dann kriegt man da Log 26 zur Basis 2, was 4,7 ist. Wenn man jetzt aber eine Verteilung hat, wie zum Beispiel in der deutschen Sprache, wenn man deutsche Texte analysiert, da die Buchstabe zählt und die Wahrscheinlichkeit dann berechnet, dann kriegt man was Kleineres, also 4,1. Ja, das heißt, wenn man Zufall 6, kriege ich einen höheren Informationsgewinn, als wenn ich jetzt in der deutschen Sprache bin. Und ist natürlich auch so, dass wir hier jetzt quasi Einzelwahrscheinlichkeiten angeschaut haben von
von Buchstabe, wenn man jetzt Buchstabe Paare oder Buchstabe Triple nimmt, dann nimmt es noch ab und ist eher in der Realität so bei 2 Bits pro Zeichen, die man da einen Informationsgewinn hat. So, wie sieht es aus bei einer Münze? Die Entropie, ja, also wenn hier ist die Wahrscheinlichkeit, so dass ich zum Beispiel Zahl erhalte. Wenn die Wahrscheinlichkeit 0 ist, dass ich Zahl erhalte, dann ist auch meine Entropie 0. Und die nimmt dann immer zu, je fairer die Münze wird. Ja, und wenn sie fair ist, also bei 0,5 Wahrscheinlichkeit, ist das maximal. Da ist es 1. Wie gesagt, und dann nimmt es wieder ab, die Entropiefunktion. So. Und genau, jetzt wollen wir natürlich, wenn wir die Information, die Ereignisse, wollen wir jetzt möglichst platzeffizient kodieren. Also was man wollte, ist ein Code für die Ereignisse, sodass die mittlere Codelänge minimal wird. Ja? Das heißt, für jedes Zeichen, das ich da kriege aus der Quelle, dieses Zeichen i, will ich jetzt ein Codewort zuordnen. Das nennt man Zi. Und das kommt ja aus dem Alphabet 01 Stern. Ja. Und genau, und da wollen wir das minimieren. Okay, und für sowas kann man einen Präfixcode verwenden. Das heißt, im Präfixcode kann man dann darstellen, also wenn ich ein Alphabet habe mit N-Zeichen, dann kann ich das darstellen als Binärbaum. Ja. Also hier in dem Beispiel habe ich 8 Zeichen, A, B bis H. Und wenn ich jetzt, dann kann ich jedes Zeichen, habe ich jetzt baue ich jetzt diesen Binärbaum drüber. Das heißt, ich fasse, ich ordne die, also ich kann das Alphabet einteilen in 2 Hälften von A bis D und E bis H. Und alles, was in der ersten Hälfte liegt, fängt mit 0 an. Alles, was in der zweiten Hälfte liegt, mit 1. Und dann kann ich das so rekursiv weitermachen. Ja, also ich habe dann das Alphabet, wo nur das Subalphabet, wo AB drin liegt. Das fängt dann mit 0, 0 an. Und das mache ich so lange, bis ich an einem das Subalphabet die Größe 1 hat. Und genau. Und dann kriege ich diesen Codierungsbaum. Und die Kantebeschriftung, die gibt mir dann an, den Code dieses Zeichens, das dann am Blatt steht. Ja. Und in dem Beispiel hat jedes Codewort oder jedes Zeichen hat ein Codewort gleicher Länge, genau der Logarithmus von der Anzahl Zeichen. So, ja. Also Beispiel, wenn ich zum C kommen will, muss ich erst nur die Kante von 0 verfolge, dann 1 und dann 0 oder F. Ja, das liegt in der zweiten Alphabethälfte, also muss ich 1, 0, 1 nehmen oder das letzte Zeichen durch den Pfad 1, 1, 1 kodiert. So. Genau. Genau, so die Tiefe eines Knotens ist einfach dann der kürzeste Weg. Also ich schaue mir einfach ein bestimmtes Symbol an, zum Beispiel D, und der kürzeste Weg von der Wurzel zu dem Blatt, das nennt man die Tiefe dieses Knotens. Okay, und die mittlere, genau, wenn ich jetzt die Quelle betrachte, die dann diese Symbole emittiert, dann mit Wahrscheinlichkeit Pi, dann ist aber die mittlere Codewortlänge genau definiert durch die Wahrscheinlichkeit mal die Codewortlänge, Ni, die ich da für das Symbol kriege, und das aufsummiert über alle Codewörter. Das heißt, hier das Ni entspricht aber der Tiefe dieses Blattes in dem Baum. Genau, also in dem Beispiel hat man quasi das so gewählt, dass jedes Zeichen, wenn man es annimmt, jedes Zeichen wird mit 1 durch Anzahl Zeichen, also 1 durch 8, emittiert.
dann kriegt man diesen Baum und die mittlere Codewortlänge ist dann 3. Ja. Also hier ganz einfach. So. Und naja, wenn das, wenn ich jetzt da eins weiter runtergehe in dem Codewortbaum, dann eine Ebene, dann kann ich natürlich doppelt so viel Zeiger darstellen. Und wenn ich die ein Alphabet habe, das Sigma-Symbole hat, ja, dann kann ich natürlich mit Log Sigma viele aufgerundet Bits, das ist dann die Tiefe, die ich brauche, um alle die Sigma-Symbole darzustellen. Und das heißt also, ich kann jedes Ereignis dann mit höchstens Log Sigma aufgerundeten Bits darstellen. Ja. Aber das ist jetzt noch, genau, das ist aber noch gar nicht so interessant, weil wenn man jetzt irgendwie eine Quelle hat, die ein Symbol besonders häufig emittiert, dann ist dieses Verfahren, dass man jedes Zeichen mit der gleichen Codelänge darstellt, nicht optimal. Ja. Das heißt, interessant ist es, jetzt was Optimales zu finden, und da sind die Codes in variable Länge, ja, abhängig von der Wahrscheinlichkeit. So, das heißt, was man sucht, ist so ein Codebaum, und wenn man so einen Codebaum hat, dann ist dieser Code, der da entsteht, automatisch ein Präfixcode. Das heißt, wenn ich zwei Codeworte habe, dann ist kein Codewort ein Präfix eines anderen Codeworts. Ja. Also das heißt, die Codewörter sind immer an Blättern repräsentiert und nicht in inneren Knoten. So. Und genau, das heißt, man braucht dann auch keine Trennzeichen, wenn man so einen Code hat. Wenn man fängt an, den String zu dekodieren von links nach rechts, den man mit diesen konkreten Codeworten hat. Und wenn man, das heißt, man startet an der Wurzel von dem Codewortbaum, und wenn man dann runter navigiert und an der Wurzel, an einem Blatt angelangt, dann hat man ein Zeichen dekodiert und man geht wieder rauf zur Wurzel und startet es von neuem. Ja. Jetzt gibt es natürlich auch Codes, wie zum Beispiel der Morse-Code, wo jeder Buchstaben durch kurz oder langes Zeichen kodiert ist. Ja. Also das Bekannteste ist wahrscheinlich das SOS. Das S wird durch 3 kurze, das O durch 3 lange Signale kodiert. Und da gibt es jetzt aber Doppeldeutigkeiten. Ja. Also wenn ich einen String habe, der zum Beispiel A heißt, dann wird es durch kurz und lang kodiert. Aber das kann auch heißen E, was kurz ist, und T ist lang. Das heißt, man braucht ein Trennzeichen. Und dieses Trennzeichen, das brauchen wir bei Präfixcodes nicht, weil da kann man jeweils am Ende des Codeworts entscheiden, dass es zu Ende ist. Ja. Also eindeutig dekodierbar. So. Und jetzt gibt es einen Zusammenhang zwischen der Entropie und also jetzt kann man zeigen, dass man dann gute Codes erstellen kann. Ja. Das heißt, jetzt wenn wir so eine Quelle haben und ja, dargestellt als eine Zufallsvariable, die das Zeug emittiert. Und die Entropie dieser Zufallsquelle ist h von x, ja, wie wir das vorher gesehen haben, dann existiert ein Präfixcode für unsere x, für unsere Quelle, mit einem, also Codealphabet, das heißt, das Codealphabet, das ist quasi der Knoten, also dieser Verzweigungsgrad im Baum. In unserem Fall ist das 2, ja, aus 2 Zeichen. So, das gilt, dass die mittlere Codewortlänge für den Präfixcode n Strich, ja, die liegt aber genau zwischen der Entropie und Entropie plus 1, ja, nach oben. Genau, und jetzt in der Vorlesung haben wir immer den Fall, dass dieser Codewortbaum, dass der binär ist, betrachtet. Und die Verallgemeinerung nach D ist dann eigentlich ganz einfach, wenn man das so betrachtet. Es kommt auch im Buch, kann man das auch dann mit D machen. Ja. So, und das wollen wir schnell beweisen. Ja. Und da braucht man dazu die Kraftsche Ungleichung, die sagt, dass wenn man ein binärer
Präfixcode hat, mit K-Codeworte und Längen 1 bis NK, ja, dann ist notreichend hinreichend, dass diese grafische Ungleichung erfüllt ist. Und die sagt aber, dass wenn man das dass man aufsummiert über 2 hoch minus die Codewortlänge, ja, also oder 1/2 hoch die Codewortlänge, dass das kleiner ist als 1. Ja. So. Wie sieht man das? Ja? Wenn man diesen Codewortbaum betrachtet, auf der i-ten Ebene, dann kann es da, weil der binär ist, ja, kann es da 2 hoch i-Knoten geben. Und wenn ich, ja, das schauen wir uns das Bild an auf der nächsten Folie. Ja. Das hier die Ebene 0, 1, 2, 3, 4. Und das heißt, ja, auf jeder Ebene, auf erster Ebene gibt es 2, dann gibt es 4 Knoten, 8 und so weiter. So, und wenn ich jetzt einen Knoten habe, dann gibt es, also zum Beispiel hier, ja, für diesen Knoten auf Ebene 2 und mein maximales Codewort ist auf Ebene n, ja, hier, Ebene n, also n sei meine maximale Tiefe, dann blockiert mir dieser Knoten auf Ebene i, blockiert mir genau n minus i, also 2 hoch n minus i viele, viele Knoten. Ja. Das heißt, dieser hier, Z1, der blockiert dann 2 auf der nächsten Ebene und aber 4 auf der übernächsten, auf der Blattebene. So. Genau, so. Und ja, und jeder Codebaum liefert auch einen Präfixcode. Ja. So. Und was man machen könnte, ist, dass man auch diese Codewortlängen, die können wir nach Größe ordnen, ja, also in 1 sei die kleinste Codewortgröße und bis nk und das alles aufsummiert, das gibt n, ja, und jetzt fällt mir auf, dass ich die Tiefe anders benenne soll er hätte als n, ja, sagen wir mal irgendwie t. Also das ist ja die Codelänge hier, die Codewortlänge. In 1 bis nk die Ordnung. Und das nk hat dann die maximale, also n. Okay. Gut. So, und jetzt jedes Codewort, zi, das spart genau, also wie wir gesehen haben, 2 hoch n minus ni Blattknoten. So. Und alle Codeworte, die Blattknoten sparen, diese Blattknoten, die gespart waren, sind disjunkt. Ja? So, das heißt, ich kann aufsummieren über alle Blattknoten. Über alle Codewörter, ja, ich spart genau 2n minus nk viele die Summe drüber. Ja, so viele Blätter sind gespart. So. Wie viel Blätter gibt es da in diesem Baum? Da gibt es höchstens 2n viele Blätter. Ja. Und das heißt, ich kann auch höchstens 2n viele sparen. Ja. Das heißt, ich habe, wenn ich das aufsummiere, dann muss das kleiner als 2n sein. Das heißt, wenn ich jetzt also mit 2 hoch n dividiere, dann komme ich hier genau auf die grafische Ungleichung. Ja. So. Das kann man dann auch noch verallgemeinern auf eindeutig dekodierbare Codes. Ja, also unser Präfixcode ist ein Beispiel von eindeutig dekodierbar, aber gibt es noch mehr. Ja, das kann man das kann man auch zeigen, wird aber dann ein bisschen länger. Das heißt, das lassen wir hier mal weg. Und brauchen wir auch nicht unbedingt. So, und jetzt wollen wir diese zwei Seiten dieses Theorems zeigen. Ja? Also einmal die linke Seite. Ich will zeigen, dass die Entropie eine untere Schranke ist für die mittlere Codewortlänge. Naja, da kann man jetzt die Definition einsetzen von der Entropie. Ja? Das war ja die Summe über die Wahrscheinlichkeiten. Also pk mal der Log des Inversens von der Wahrscheinlichkeit, also 1 durch pk. Und da ziehen wir jetzt die mittlere Codewortlänge, ziehen wir da ab. Und genau, und die Codewortlänge, hier dann klammern wir pk aus. Die
Genau, das NK, die Codewortlänge, die war dann NK, genau, das ziehen wir in den Logarithmus rein und um das wieder auszugleichen, wenn man den Logarithmus reinzieht, schreiben wir dann einfach 2 hoch und genau, das haben wir abzogen, also war das unter und dann steht es wieder oben. Ja? So, das heißt, steht dann dran PK mal log 2 hoch minus NK, ja, durch PK. So, und jetzt benutzen wir diese Ungleichung, die wir vorher gesehen haben, ja, also da der Logarithmus x kleiner ist als x minus 1 mal den log e zur Basis 2, also ist schon nur eine Konstante, die ist jetzt nicht weiter wichtig. So, das heißt, also dieses da können wir jetzt quasi mit der Abschätzung so abschätzen, dass man also der Logarithmus fällt jetzt weg. Ja, das heißt, aus diesem 2 hoch minus nk pk im Logarithmus heißt es jetzt pk mal 2 hoch minus nk durch pk minus 1. Dann kann man sich das pk wieder wegkürzen. Und das heißt, hier steht dann wieder die Kraftsche Ungleichung. Und das ist dann also kleiner gleich 1. Und diese PKs, das sind die Wahrscheinlichkeiten über alle Zeichen, die da emittiert wird, summiert sich auf zu 1. Ja, und das erste ist also kleiner gleich 1 und das zweite 1. Das heißt, es ist immer kleiner gleich 0. Und somit haben wir diese linke Seite gezeigt. Ja. So, das heißt, wir sind dann immer größer mit als die Entropie. So, die zweite Sache ist dann die Abschätzung nach oben. Das heißt, hier gilt die Kraftsche Ungleichung und es existiert etwa auch ein Code, der das erfüllt. Und wir sind immer noch frei, wie man die Codewortlänge wählt, ja, solange die Gleichung gilt. Ja, und wenn man das einfach so wählt, dass die Codewortlänge eigentlich immer kleiner ist als die, also 2 hoch minus die Codewortlänge immer kleiner ist als die Wahrscheinlichkeit, dann wird die immer noch erfüllt. Und das heißt, wenn man das dann so macht und dann aber das Codewort um 1 verkleinert, ja, hier also nk minus 1 nimmt, dann gilt, dass pk, dass ich dann quasi mit das pk kleiner ist als 2 hoch 1 nk plus 1. Ja. So, und genau, und jetzt kann man, wenn man jetzt beide Seiten betrachtet, multipliziert mit log von pk, dann steht genau das dran, pk mal log pk, das logarithmieren wir auf die zwei Seiten, also einmal sehen wir den log von pk und einmal den log 2 von diesem da und wir multiplizieren das mit pk auf beiden Seiten, genau, dann kriegt man pk mal log pk und auf der Seite kriegt man das minus nk plus 1, ja, mal pk, also steht dann nk mal pk, das ist dann gerade die durchschnittliche Länge, plus pk und das summiert man jetzt wieder auf über alle Codewörter. Genau, dann kriegt man die durchschnittliche Länge, die pks addiert sich wieder zu 1 und das heißt, hier habe ich jetzt wieder die Entropie. Und dann kriegt man wieder raus, dass die mittlere Codewortlänge genau die Entropie nach oben abgeschätzt werden kann mit der Entropie plus 1. So, genau. Und jetzt ist die Frage, jetzt wollen wir also so einen Präfixcode bestimmen, der diese mittlere Codewortlänge minimiert. So. Und da hat sich Claude Shannon und Fano, wenn sich da Gedanken gemacht, wie man das macht. Und
Genau, ein Verfahren ist dann die Scheinentfernung-Kodierung. Das heißt, hier machen wir das so, jetzt haben wir die Wahrscheinlichkeit aller Elemente. Also in dem Beispiel haben wir jetzt irgendwie 0,15 und 0,13 und so weiter. Und genau, jetzt wollen wir so aufteilen, also ein Ereignis mit größerer Wahrscheinlichkeit soll ein kleineres Codewort kriegen. Und die Methode, die hier verwendet wird, ist, dass man das jetzt partitioniert, diese Elemente, man summiert, man bildet die Präfixsumme dieser Wahrscheinlichkeiten, ja, von oben. Also man zählt einfach 0,1591, zählt man 1,388 dazu und so weiter. Und wenn diese, und ich weiß, alles insgesamt ist 1, ja, das heißt, ich gehe so weit, bis die Präfixsumme oder die Differenz zwischen diesen zwei Partitionen, die ich hier zeige, minimal wird, ja, also einfach nahe an 0,5 ist. Und dann ordne ich jedem, also als Codewort, ordne ich jedem Zeichen aus der ersten Hälfte eine 0 zu und aus der zweiten Hälfte eine 1. Und das kann man rekursiv weitermachen, ja, also ich kann jetzt hier bei Element meine erste Partitionierung kann ich beibehalten und jetzt habe ich aber dann die erste Hälfte, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat und da partitioniere ich wieder so, dass die aufsummierte Wahrscheinlichkeit wieder in zwei ungefähr gleich große Teile zerlegt wird, also so Teile, dass es die Differenz maximal ist zwischen den zwei Teilen und ordne im zweiten Bit entweder nur 0 oder 1 zu. Ja. So. Das machen wir dann wieder rekursiv, ja, hier auch. Und dann, wenn man dann noch mehr Schritte macht, dann hat man hier diese Codewörter. Genau, also das ist nochmal der Algorithmus, den man dazu verwendet. Ja, also eigentlich nur, was ich beschrieben habe. Da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Was aber wichtig zu wissen ist, das ist der Codewortbaum, der da erzeugt wurde durch diesen Algorithmus. Aber leider ist es so, dass dieser Algorithmus, der liefert nicht der optimale Code. Ja? Also es gibt Beispiele, da kann man einen besseren Codewortbaum generieren. Und genau, und dieser optimale Algorithmus, das ist der Huffman-Algorithmus, der die Huffman-Kodierung erzeugt, während also diese Art der Erzeugung, das war eher so top-down, ja, also man hat die Wahrscheinlichkeiten aufsummiert und dann immer das gleich in gleiche Partitionen teilen wollen und Huffman macht es bottom-up, ja, also ich habe diese Wahrscheinlichkeiten wieder summiert. Ich habe sie vorliegen als Einzelwahrscheinlichkeiten und habe die wieder sortiert. Und Huffman geht so vor, dass man immer die zwei kleinsten Wahrscheinlichkeiten nimmt, ja, also 0,05 in diesem Fall, das A und das C. Das wird zusammengefasst, also 0,1. Dann genau, denn der Teilbaum konstruiert, ja, also ich gehe mit der 0 gehe ich zum A, mit dem C gehe ich zu 1. Und genau, und dann machen wir das rekursiv weiter. Oder ja, das machen wir dann quasi weiter mit dem verkleinenden Alphabet. Ja, ich habe jetzt ein neues Metasymbol, das die Zusammenfassung aus Symbol A und C ist, das mit Wahrscheinlichkeit 0,1 vorkommt. Ja. Und das wird dann wieder zusammengefasst, also die zwei kleinsten sind jetzt 0,15 und 0,1. Die wird jetzt wieder zusammengefasst zu 0,25 und jetzt sind die nächsten zwei kleinsten sind 0,15 und 0,2. Es gibt dann ein Metasymbol mit Wahrscheinlichkeit 0,35 und jetzt die zwei kleinsten Wahrscheinlichkeiten hier wieder ist 0,25 und 3,5 wird zusammengefasst. Und im letzten Schritt, wenn das aufhört,
dann 0,4 und 0,6. Ja? So, das heißt, das ist eine andere Art, den Codebaum zu generieren, und diese Art, den zu generieren, die ist optimal. Ja? Genau, also hier nochmal wieder ein Beispiel für wie man es ablesen muss. Ja, das haben wir im vorhergehenden Codebaum ja schon gesehen. Ja, also das ist das Zeichen D. Das wird durch die Kante 1 erreicht von der Wurzel, und E, das ist jetzt 0, 1 und 0. So, das ist der Algorithmus. Ja, also man kann da zum Beispiel eine Priority Queue nehmen, um dann die Wahrscheinlichkeiten darzustellen, oder um die Ordnung, um die zwei kleinsten Elemente zu extrahieren, kann man das in der Priority Queue speichern, dieses Symbol und mit der Wahrscheinlichkeit. Das geht aber auch besser, wenn das vorher schon sortiert ist, dann kann man das auch in linearer Zeit machen. Durch einen Algorithmus, der drei Passes macht über diesen Eingabe-Array, der sortierte mit gegebenen Wahrscheinlichkeiten, wenn die sortiert vorliegen. Und es geht auch sogar in place. Ja? Aber das ist quasi dieser Algorithmus, den ich jetzt gerade beschrieben habe. So, und genau, und dass es optimal ist, und dass es optimale Codebaum ist, das wollen wir jetzt schnell beweisen. Ja? Also ich habe die Wahrscheinlichkeiten, und jetzt sage ich, dieser Huffman-Algorithmus, der berechnet mir der Baum mit minimaler mittlerer Codewortlänge. Ja. So, und um das zu beweisen, braucht man ein vorbereitetes Lemma, ja, und es sagt mir, dass ich die zwei Symbole, also die zwei Symbole, die am unwahrscheinlichsten auftauchen, ja, also sei das X und Y, dann haben diese zwei Symbole X und Y den gleichen Vaterknoten, ja, oder Elternknoten. So. Okay. Und naja, das geht relativ einfach, ja. Also sag mal, ich habe diesen Codewortbaum für mein Alphabet mit den Wahrscheinlichkeiten, dann nehme ich mir jetzt diese zwei Noten raus, die den Zeichen mit den gleichen Wahrscheinlichkeiten sprechen, ja, also X und Y, und genau, also das heißt, das T', genau, das C' wäre jetzt einfach mein beliebiger Codierungsbaum, wo das drin ist. Und wir können das einfach mal annehmen, dass die Tiefe von dem Knoten X, dass die größer ist als die von Y. Ja? Also hier in dem Bild sieht man das. Ja? So, und jetzt sagen wir, dass das Z sei jetzt der Vaterknoten von X. Ja? Gut, und jetzt machen wir ein paar Fallunterscheidungen. Ja? Also Fall 1 ist, dass das Z hat es nur X als Nachkommen, also nicht Y. Genau, dann könnten wir jetzt einfach mal, wenn es quasi nur ein Nachkommen hat, dann kann man einfach Z löschen. Ja? Und dann hätte unser Codebaum, die mittlere Codewortlänge in dem Codebaum, wäre dann 1 kleiner. Ja? Also weil der hat ja kein anderes Kind. Das heißt, unser X wäre durch ein Bit mehr kodiert in diesem Fall, als es eigentlich bräuchte. Ja, durch Löschen von X kriege ich das weg. Ja, also das heißt, es widerspricht der Optimalität von dem T', und das haben wir angenommen. So. Gut, das heißt, jetzt wissen wir, dass das Z hat also mindestens zwei Nachfahren. Ja. So. Und jetzt sei W jetzt Nachfahre von Z mit maximaler Tiefe, das heißt, es ist dann hier ein Blatt. Und genau, was ich jetzt machen könnte,
Ich könnte, weil die Wahrscheinlichkeit von W, genau, also die, das, weil T optimal ist, heißt eigentlich, dass W müsste eine geringere Wahrscheinlichkeit haben als X, dass dieser Baum optimal ist, ja, weil sonst habe ich ja, wenn W eine größere Wahrscheinlichkeit hätte, dann hätte ich einen längeren Code zugeordnet, ja. Das heißt, das kann nicht auftreten. Das heißt, ich muss das X und das W tauschen, um einen optimalen Baum zu kriegen. Ja? So. Das heißt, also jetzt ist es so, dass also das Z genau zwei Nachfahren hat, ja, und das X ist einer davon. Und genau, und jetzt sei das andere. Der andere Nachfahre ist der Q. Und Q hat jetzt eine größere Wahrscheinlichkeit als unser Y. Und das heißt, wenn ich P und Y tausche, dann wäre das ein besserer Baum. Ja? Das heißt, dann ist der erst optimale Baum. Ja? So, das heißt, es muss so sein, dass Z, X und Y benachbart sind. So, genau. Und das heißt, dieses Lemma, das brauchen wir jetzt in dem Beweis, ja. Also, da nimmt man Induktion über die Anzahl Zeichen, ja. Also für ein Zeichen gilt natürlich, dass dieser Safman-Baum optimal ist. Genau, und jetzt jetzt wissen wir schon, also die Induktionsvoraussetzung ist, dass für das Alphabet mit N-Zeichen für N-Zeichen das Ganze optimal ist. Und genau, und jetzt gehen wir ein Zeichen weiter, ja, das fügt man hinzu. Und die mittlere Codewortlänge dieses Baumes, ja, die nennen wir F und T, ja, wobei ich dann quasi, ja, wieder die Wahrscheinlichkeit für jedes Zeichen mit der Tiefe, das ist die mittlere Tiefe, ja. Und genau, und jetzt haben wir zwei Bäume, einmal den Huffman-Baum und den optimalen, oder einen Baum, wo die Baumtiefe, die mittlere Baumtiefe noch besser sein soll als in unserem Huffman-Baum. So. Genau, so, und jetzt können wir dieses vorbereitende Lemma anwenden, ja. Das heißt, ich habe jetzt diese zwei Codierungsbäume, T-Opt und T-Huff. Und wir wissen, dass die zwei Elemente mit kleinster Wahrscheinlichkeit, dass die auf tiefster Ebene sind und ein gemeinsames Vaterknoten hat. Ja. Okay, das heißt, das sieht aus, genau, also die Situation ist wie in dieser Darstellung abgebildet, ja, also sowohl im T-Opt, also T-Huff, muss X und Y gemeinsam liegen. So, und genau, so jetzt, wenn man diese zwei löscht und den Vaterknoten genau, dann vereinigt er aber zu dem Vaterknoten, dann kriegt man ein neuer, wird es quasi reduziert auf diese Bäume T-Opt und T-Huff. Ja. Das ist also der Baum, der entsteht, wenn das zusammengefasst ist. Und genau, und da gilt jetzt, dass der Huffman-Baum, ja, da ist die mittlere Codewortlänge, die passen wir jetzt an, ja, da wird dieses X
Das wird rausgenommen, auch dieses Y, und dann wird dieser Knoten Z wird hinzugefügt. Ja. Das heißt also, unser Huffman-Baum kriegt eine mittlere Codewortlänge. Also das C' von Huff ist Px, wird quasi nur Px und Py nur abzogen, und das gleiche gilt auch für unseren optimalen Baum. So, und das würde jetzt bedeuten, dass dieser optimale Baum, also T-Opt, dass der eine geringere, ein besserer Codierungsbaum gewesen wäre als unser Huffman-Baum mit einem weniger, was nach Induktionsvoraussetzung, das quasi ein Widerspruch zur Induktionsvoraussetzung ist. Ja? So. Genau. So, dann genau. Das heißt, dieser Huffman-Baum oder dieser Huffman-Algorithmus erzeugt uns einen optimalen Code, was ganz schön ist. Jetzt gibt es quasi, ja, auch Nachteile in diesem Verfahren. Ja, also wenn ich quasi dann erst meine Zeichen kriege und dann natürlich umwandeln muss in Codeworte, dann muss ich das über den Baum machen, und dann gibt es Verzögerungen, die durch die Kompression, die ich da kriege, reduziere ich die Redundanz. Das heißt also, ich wird auch fehleranfälliger. Um das Verfahren durchzuführen, brauche ich dann erstmal die Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich zu meinem Text habe, muss ich erst über der ganze Text drüber laufen, um die Wahrscheinlichkeiten zu kodieren, zu berechnen. Das heißt, es ist so ein statisches Verfahren. Gibt es auch adaptive Verfahren, ja. Das heißt, man schaut sich Blöcke an, und dann macht man das für einen Block. Und genau, und dann gibt es aber auch andere Codierungsverfahren, wie zum Beispiel LempelCIF. Also wenn zum Beispiel GZIP verwendet wird, da ist ein LempelCIF implementiert. Das heißt, das macht eine andere Kompression mit Rückverweise. Ja, wenn man da einen Text hat und da kam schon mal ein Substring vor, dann macht man Rückverweis auf diesen vorhergehenden Substring. Das heißt, das sind aber andere Verfahren, die es da gibt. So, genau. Jetzt gibt es natürlich auch Alphabete. Also wenn man jetzt zum Beispiel das haben wir jetzt hier vorher gemacht für ein Alphabet. Das war eine Alphabetgröße Größe 6. Ja, dann kriegt man aber statt Log von 6 aufgerundet, was 3 wäre, kriegt man hier jetzt aber eine mittlere Codewortlänge, die geringer ist, wenn man das ausrechnet. Und genau, wenn man jetzt aber ein Alphabet hat, das selber nur 2 Zeichen hat, ja, also zum Beispiel schwarzes Bit und weißes Bit, dann kriegt man einen Code, der aber dann quasi das 0-Bit und das 1-Bit zuweist. Das ist immer noch, wie man gesehen hat, von der Entropie höchstens 1 entfernt. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Fax hat, und man hat irgendwie einen Schwärzungsgrad von 15%, dann kann man die Entropie ausrechnen. Das gibt 0,61. Das heißt, mein Code, den ich da kriege, mein Huffman-Code, der wird dem schwarzen Bit eine 0 und dem weißen Bit eine 1 zuordnen. Das heißt, das wäre immer noch in dem Bereich, also Entropie plus 1. Ja, also hätte ich dann 1,61 Bit, wäre die obere Schranke, und mein Huffman-Code produziert mir eine mittlere Codewortlänge von 1. Aber ist natürlich sehr, sehr schlecht, weil ich will ja näher an diese Entropie hin. Und darum kann man dann auch einfach mehrere Zeichen zusammenfassen. Ja? Also in dem Beispiel sagen wir mal 2. Ja? Ich fasse 2 Zeichen zusammen. Also betrachte 2 Bildpunkte. Also einmal weiß-weiß, weiß-schwarz, schwarz-weiß und schwarz-schwarz. Und genau, und dann kriege ich aber eine andere Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das hier ist jetzt nicht gleich mit der Wahrscheinlichkeitsverteilung, weil da ist der Schwärzungsgrad 15%, hier in dem Beispiel wäre der Schwärzungsgrad 30%.
Aber kann man quasi auch so machen, dass diese Verteilung auch 15% Schwarzungsgrad wäre. Und dann kann man hier wieder einen Huffman-Code zuordnen. Und dann kommt man doch näher an die Entropie ran. Man kriegt erstmal für diese Verteilung natürlich eine größere Entropie, weil da gehen wir über vier Ereignisse. Und das ist auch die Entropie für ein Alphabet über die Größe 2. Und das heißt, wenn man das pro ein Zeichen betrachtet, muss man das natürlich wieder durch die Anzahl an zusammengefasste Zeichen teilen. Also das teilt man dann wieder durch 2. Und hier in dem Beispiel kriegt man hier eine Entropie raus von 1,7, ich glaube ungefähr 1,7 für die 1,74, genau, für diese Verteilung. Und genau, wenn man das dann durch 2 teilt, also das pro Zeichen betrachtet, kriegt man dann 0,888 raus, was heißt, dass ich dann näher an 0,16 schon wieder dran bin. Ja? Das heißt, je mehr man das zusammenfasst, umso näher kann man dann auch an diese 0,61 genau rankommen. So. Und eine spezielle Sache, die man da machen kann, ist, also jetzt haben wir quasi Blöcke zusammengefasst, fixer Länge. Was man aber machen kann, ist variable Länge. Ja? Das heißt, eine Lauflängenkodierung. Das heißt, hier ist aber die Idee, dass man dann sagt, ich habe diese Sequenz an weiß-schwarz Ereignissen, ja, weiß, weiß, schwarz und so weiter. Und jetzt kann man das kodieren, indem man sagt, ja, also ich sage jetzt, es kommt drei weiße, dann kommt ein schwarzes, dann kommt zwei weiße und dann kommt ein schwarzes. Das heißt, man fasst es, ein Run besteht aus Ereignissen, wie oft weiß vorkommt und dann schwarz. Ja? Also dreimal, zweimal, hier kommt dann gleich ein schwarz, das heißt nullmal weiß, also null. Das heißt, ich krieg da eine neue Folge. So, und das heißt, jetzt statt dieses Originalbild zu kodieren, kodiere ich jetzt einfach diese Lauflängen. Ja? Das heißt, man könnte es auch, genau, jetzt müssen wir auch die Wahrscheinlichkeiten wissen. Ja, wenn man eine endliche Quelle hat, dann kann man die natürlich bestimmen. Aber man kann das auch einfach modellieren. Ja, also in dem Beispiel wäre das einfach, dass man sagt, man hat eine geometrische Verteilung. Ja, man hat eine Wahrscheinlichkeit, dass ein schwarzes Pixel kommt. Genau, dass ein schwarzes Pixel kommt, ist vielleicht irgendwie 0, ja, 0,2 zum Beispiel. Und ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, und wenn das geometrisch ist, ja, sage ich eben dann ja, und mal 0,8, 0,2 mal 0,8 ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Run der Länge 1 habe, und 0,8 hoch 2 mal 0,2 ist dann 3 und so weiter. Das heißt, ich habe hier so eine geometrische Verteilung. Und da ist der Erwartungswert, ist dann 1 durch PS also das ist dieses Ereignis, die Wahrscheinlichkeit, dass ein schwarzes Bit kommt. Und genau, das heißt, im Mittel habe ich da Runs, die haben die Länge 1 durch PS. Also in dem Fall, dass ich 0,2 habe als Wahrscheinlichkeit, habe ich im Mittel 5. Ja? So, das heißt, ich kann dann 5 Zeichen auf einmal kodieren. Ja. So, und genau, und in der. Genau, und das kann ich wieder, jetzt kann ich quasi wieder die Wahrscheinlichkeiten, die ich da kriege, für diese Runs nehmen und kann darüber einen Code bilden. Zum Beispiel der Shannon-Fano-Code, den wir gesehen haben, und kann dann dieses kodieren. Und das heißt, insgesamt bin ich dann, und ich glaube, dazu haben wir eine Übungsaufgabe, bin ich dann kleiner, als wenn ich dann einfach einen Huffman-Code über Blöcke geringer Länge mache. Ja? Also hier zum Beispiel Länge 2. Genau. So. Und genau, so. Das heißt, das wäre jetzt erstmal der Block
zu Codes, zu Präfixcodes. Und genau, und jetzt, wenn ich was zeige, was doch dann ein bisschen genau, diese Datenstrukturen, die ich erwähnt habe, also diese komprimierte Datenstrukturen, da gibt es jetzt zwei, also bisher haben wir irgendwie betrachtet, dass ich so eine Quelle habe, wo so Zeichen emittiert mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und jetzt machen wir das, jetzt handelt es sich um Objekte. Ja, also ich hab Objekte, machen wir ein kleines Beispiel her, T, ja, das hat eine feste Größe n, ja, also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe zum Beispiel Bäume der Größe n, ja, oder Graphen der Größe n oder irgendwie vielleicht auch ein Bitvektor der Länge n, ja, oder ein Vektor der Länge n, ja, so, und genau, und da bezeichne ich jetzt mit f t von n, das ist die Anzahl aller Objekte, die es da gibt, verschiedenen Objekte der Länge n, ja. Und genau, das heißt, wie viel Information brauche ich denn, um alle diese Objekte zu unterscheiden? Ja, also wenn es t von n Objekte gibt, um die in Bitstring zu kodieren, brauche ich also Information. Brauche ich quasi dann log, genau den Zweierlog von diesen zu dieser Anzahl, brauche ich ein. Das ist quasi die untere Schranke, die ich brauche, um all diese Objekte zu unterscheiden. Ja? Also das hier ZT ist die informationstheoretische Schranke, die ich da habe. Ja? Also wenn ich da drunter gehe, dann kann ich zwei dieser Objekte kann ich nicht mehr unterscheiden. So, genau. Und jetzt nennt man eine Datenstruktur, nennt man es succinct. Und succinct heißt sowas wie kurz, knapp, bündig. Ja? Wenn die Platzkomplexität gerade diese informationstheoretische Schranke ist, in Bits, plus ein sublinearer Term. Und ich will aber trotzdem noch Operationen effizient drauf ausführen. Ja? Das heißt, ich will das mit minimalem Platz darstellen und will aber trotzdem noch Operationen ausführen. So. Dieser kleine O von N-Term, also dieser sublineare Term, den nennt man auch der Indexteil. Ja? Das ist so Redundanz. Das ist, was ich drauf mache, was quasi darüber hinausgeht, um einfach nur die Objekte zu unterscheiden. Ja? So, genau. Machen wir ein Beispiel. Zum Beispiel ein Bitvektor der Länge n. Also es sind alle Sequenzen der Länge n über binärem Alphabet. Und ich will zwei Operationen unterstützen. Eine ist Access, die andere ist Rank. Ja, Access, also ich will einfach den Wert an jeder Stelle zugreifen. Das ist, ist einfach, wenn man einen Bitvektor einfach so darstellt, jede Stelle ist dann eine 0 oder 1 drin und will das ID zugreifen und ich bin da im RAM-Modell, dann kann ich einfach sagen, ich will zur Stelle I. Das ist einfach. Die zweite Operation ist Rank 1 und Rank, das gibt mir die Präfixsumme aller Bits bis zu einer bestimmten Position i. Ja, das heißt, wenn ich einen Bitvektor habe und da steht 0 und 1 drin, man kann auch dieses Fax, das wir gerade betrachtet haben, dieses Bild, dieses Faxbild, wo 0 oder 1 drin sind, schwarz oder weiß, kann man auch betrachten. Und dann habe ich einen Index i und ich will wissen, wie viel schwarze Pixel sind da bis zu einer gewissen Stelle i. So, dieser Bitvektor, wie viele verschiedene Instanzen der Länge n gibt es da? Da gibt es genau 2 hoch n. Das heißt, ich brauche genau 2 hoch n, der Logarithmus davon, also n Bits, einen Platz für dieses Objekt. So, das heißt also, das Access kann einfach unterstützbar mit n Platz, aber diese Präfixsumme, ja, dieses wie viele Einser sind gesetzt im Präfix, das kann man nicht so einfach in konstanter Zeit realisieren. Ja? Also effizient heißt dann aber konstante Zeit oder vielleicht logarithmische Zeit zu diesem n. Also auf keinen Fall linear. So, und genau, und jetzt gibt es eine Datenstruktur, mit der ich das machen kann.
Und das sind diese Indexstruktur, die sieht folgendermaßen aus. Ja? Also man kann diese Operation Rank kann man einfach unterstützen, wenn man viel Speicherplatz benutzt. Ja? Ich kann zum Beispiel für jede Position i, kann ich mir abspeichern, das Ergebnis von Rank von i. Das wäre dann aber, wenn dieser Bitstring n ist, dann heißt, um da die Präfixsumme am letzten an n, also an letzter Position zu speichern, ja, kann dieses Ergebnis bis zu n groß sein, wenn alle Bits gesetzt sind. Das heißt, ich brauche log n ein Zeichen. Log n Bits, also brauche ich, um die Zahl abzuspeichern. Ja? Das heißt, das ist zu viel, weil dann hätte ich insgesamt, wenn ich das für jede Position mache, hätte ich n mal log n Bits. Ja. Genau. Deshalb gibt es da jetzt so ein Schema. Das ist ein 2-Level-Index. Das heißt, ich unterteile mein Bitvektor, und den unterteile ich erstmal in Blöcke der Länge L1. So. Das sind Superblöcke, ja, die Länge dieser Superblöcke, die wäre ln Quadrat, ja, log n Quadrat. Das heißt also Logarithmus im Quadrat. So, das heißt, und das erlaubt mir für jeden dieser Blöcke, ja, von diesen, wie viel gibt es da, n durch L1 viele, kann ich also für jeden dieser Blöcke, kann ich mir erlauben, n Bits abzuspeichern. Ja? Weil dann habe ich immer insgesamt immer noch n durch L1 mal log n, viele Bits, die ich da verbrauche. Und das ist immer noch sublinear, weil ich habe n durch log n an Bits, die ich dann für diese Information brauche. Ja, also das ist P1, das speichert mir das Ergebnis ab bis zu Blockgrenzen. Ja, also es ist immer das P1 von i ist Rank 1 von i mal L1. Ja. So. Das heißt, ich kann Rank-Anfragen, kann ich beantworten bis zu Blockgrenzen, die also mit L1 Blockgrenzen mit diesen Superblöcken. Das heißt, man kann das jetzt weitermachen, und zwar kann man diese Blöcke jetzt nochmal unterteilen in neue Blöcke der Länge L2. Und da wählen wir uns eine Blocklänge von 1/2 log n. Das heißt, das ist analog, ja, also jetzt speichere ich mir da auch dieses Ergebnis, Rank 1 mal L2, ja, das wäre jetzt aber immer noch groß, ja, wenn ich das so speichern würde. Und darum mache ich das jetzt relativ zum Blockanfang. Ja. Das heißt, wenn ich hier das Ergebnis speichere für den Block mit diesem L2, dann mache ich das relativ zu dem Rank, das ich hier habe. So, und das heißt, diese Einträge in P2, die sind nie größer als die Blockgröße von L1, ja, weil ich bin ja relativ zu diesem zum Blockanfang. Ja. Das heißt, was ich hier verbrauche, ist genau log von L1 viele Bits. Das heißt, wenn ich dann log von log n zum Quadrat habe, dann ist es genau gleich wie 2 mal log log n. Ja. Das heißt, für jeden Eintrag da brauche ich 2 mal log log n. Das heißt, die Größe dieses Arrays P2, wo ich mir die relativen Counts abspeichere, ist genau n durch dieses L2. Das heißt, es ist n durch 1/2 log n. Ja, das ist also n durch 2 mal log n, also 2 mal n durch log n, mal den Platz, den ich brauche, was log log n ist. Ja. Oder 2 mal log log n. Ja, das heißt, das Ganze ist dann hier, ja, in klein o von n. Ja. Weil ich habe ja oben n mal
in mal log n und da habe ich log n, das log log n ist kleiner als das log n, das heißt, wenn ich das asymptotisch betrachte, dann ist das ein klein o von n. So, das heißt, jetzt können wir alles beantworten bis zu Blockgrenze, der Länge, also Blockgrenzen im zweiten Level. Ja. Aber was passiert, wenn ich jetzt innerhalb eines Blockes was berechnen will? Ja. Da kann man jetzt ausnutzen, dass unser Block, diese Block L2, die Länge ist so gering, also log 1/2 n, dass ich mir jetzt also alle Möglichkeiten dieser Blöcke, da gibt es nur 2 hoch die Blocklänge, viele Möglichkeiten für solche Bitvektoren. Ja. Und das heißt, wenn ich 2 hoch log n hoch 1/2 habe, dann entspricht es gerade der Wurzel n. Ja. Also so viele verschiedene Bitvektoren gibt es. So, und für alle diese log n viele verschiedene Bitvektoren, die ich da haben kann, kann ich dieses Rank innerhalb von diesem kleinen Bitvektor vorberechnen. Ja. Das heißt, wie viele Möglichkeiten habe ich da? Ja, ich kann Rank an Position 0, 1, 2 bis L2 berechnen. Das heißt, ich habe dann Wurzel n mal log 2. Ja, das ist die Anzahl Möglichkeiten. Und wie viel Platz brauche ich, um das Ergebnis abzuspeichern? Ja, da brauche ich aber genau log von diesem L2, ja, was log n hoch 1/2 war. So, das heißt, dieses ganze Ding, also meine Tabelle P3, wo ich das vorberechnet habe, und das für alles vorzuberechnen, das nimmt man auch der Vier-Russen-Trick, für diese Tabelle, die ist Wurzel n mal log n hoch 1/2 mal log n hoch 1/2, ja, die ist auch sublinear, ja. In der Praxis kann man das sogar dann so machen, dass, wenn das für so ein kleiner Block ist, das Zählen von Einsen im Bitvektor, also im Computerwort, so klein ist das, das ist halt durch eine CPU-Operation, genau, CPU-Operation ist da vorhanden, das heißt, das kann man in einem Zyklus auch in konstanter Zeit machen. Ja? So. Das heißt, wenn man dieses Rank jetzt ausrechnen will, dann auch für ein bestimmtes Position i, dann kann man das einfach dadurch machen, dass man sagt, ja, ich schaue, in welchem Superblock das ist. Das ist dann, teilt man durch dieses L2, durch L1, ja, kriegt man die Summe aller Einsen bis zum Superblock, dann rechnet man sich aus den Eintrag im kleineren Block, ja, das ist dann i durch L2. Und dann braucht man dann den relativen Index in dem kleinen Block, der dann nur noch die Länge log n Wurzel log n hoch 1/2 hat, ja, und da schaut man dann in der Lookup-Table nach, das ist der grüne Part. Ja. Das heißt, das kann man also in konstanter Zeit ausführen. So. Das heißt, diese Operation, die können wir jetzt mal für Bitvektoren ausführen. Und die inverse Operation zu diesem Rank, also zu zählen, wie viele Einser im Präfix sind, ist Select. Ja. Select, da frage ich, ich will herausfinden, wo dieses ID1-Bit in dem Bitvektor gesetzt ist. Und diese Operation, die kann man auch ähnlich zu dem Schema, das wir gerade kennengelernt haben, kann man das auch in konstanter Zeit realisieren. So. Und jetzt, das war das noch gar nicht so komprimiert, diese Datenstruktur, die war nur succinct. Ja. Und wenn ich jetzt eine komprimierte Datenstruktur, die soll jetzt, der Platz soll jetzt abhängen von der Entropie über den Text. Ja. So, das heißt aber, diesen Bitvektor, den ich gerade vorgestellt habe, den kann man jetzt verwenden, um so eine komprimierte Datenstruktur herzustellen. Ja. So, das heißt, jetzt nehmen wir hier so eine Sequenz. Ja.
wieder mit dem, über ein Alphabet der Größe Sigma. Und genau, und jetzt ist es so, dass bisher die Entropie, die war ja immer über die, mit der Wahrscheinlichkeit, über die Zufallsvariable definiert. Und die kann man jetzt, wenn man jetzt statisch einen vorliegenden Text hat, dann kann man natürlich die Anzahl Vorkommen an Zeichen kann man natürlich zählen. Ja? Das heißt, für einen Buchstabe C, da ist NC die Anzahl an Vorkommen von Buchstabe C. Und dann kann man sich die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, indem man sagt, das ist NC durch N. Und dann ergibt sich für die Entropie in dem Fall, das ist aber die empirische Entropie, nennt man das in dem Gebiet. Und das 0, das deutet an, dass ich da hier einfach einen Kontext habe von 0. Ja, also ich betrachte nur die Wahrscheinlichkeit vom Buchstabe, ohne dass ich da irgendwie den Buchstabe irgendwie im gewissen Kontext sehe. Also es gibt dann eine Verallgemeinerung, da ist das HK, da hängt das ab von K-Buchstabe, die ich vor meinem aktuellen Buchstabe betrachte. Ja, da kriegt man kleinere Werte. So, also das heißt, das entspricht eigentlich dieser Entropie, die wir kennengelernt haben, nur empirisch. Und jetzt eine komprimierte Datenstruktur, die wird jetzt repräsentiert aber durch oder die soll Platz haben, n-mal die Entropie von dieser Sequenz plus diesen kleinen Indexteil. Ja? So, und eine der wichtigsten komprimierten Datenstrukturen ist der sogenannte Wavelet-Tree. Ja? Und der hat es ganz viel gemeinsam mit den Konzepten, die wir jetzt vorher schon kennengelernt haben, nämlich mit dem Codebaum. Ja? So. Also erstmal, was kann diese Datenstruktur? Ja? Also ich habe eine Sequenz gegeben und jetzt will ich für die Sequenz zwei oder auch drei Operationen anbieten. Ja? Also ich will den Zugriff auf das ID-Symbol erlaube und in effizient, und ich will diese Rank-Funktion effizient realisieren. Das heißt, das Rank ist jetzt aber, vorher war das die Anzahl 1 im Präfix vom Bitvektor, und jetzt ist das die Anzahl an Vorkommen von Symbol C im Präfix dieses Bitvektors. Ja? So, und genau, genau, und der Wavelet-Tree, der ist aber definiert, indem man sagt, man nimmt für die Symbole, erstellt man jetzt einen Präfixcode, kriegt man einen Baum, der hat dann die Topologie dieses Präfixbaums, und jetzt in jedem Knoten speichere ich mir, also hier ein Beispiel, in jedem Knoten speichere ich mir, also im Wurzelknoten speichere ich mir alle Symbole, die in der Sequenz vorkommen. Also ich speichere mir die Sequenz selber. So, und jetzt wird die Sequenz aufgeteilt in zwei Teilsequenzen. Und zwar in der ersten Teilsequenz sind alle Symbole, deren Codewort mit 0 startet, und in der zweiten Hälfte alle, die mit 1 startet. Ja. So, und das machen wir jetzt rekursiv, und ja, die Topologie von dem Baum ist genau die Topologie von dem Codewortbaum. Und jetzt speichert man sich also, anstatt man sich die komplette Sequenz speichert, das wäre nämlich jetzt teuer, weil ich habe ja eine Tiefe von die mittlere Tiefe hier mal dann die Vorkommen von Symbol, also jedes Symbol quasi wird so oft vorkommen wie die Codelänge mal Anzahl, also die Gesamtkomplexität, Platzkomplexität wird dann quasi multipliziert mit der Codelänge eines jeden Buchstabens, also das heißt, es ist ja nicht komprimiert. So, jetzt speichern wir sich nur ab für jedes Symbol immer das Bit. Also auf Level L das Bit an Position L, ja, wie jedes Symbol. Ja. Also hier das A fängt mit 0 an, also speichere ich mir 0, das A fängt mit 1 an, also speichere ich mir auf Level 0 die 1. Ja. So.
Und das heißt, das reicht, das haben wir jetzt sehr, das reicht nur, diese Bitvektoren abzuspeichern, um alle diese Operationen zu erfüllen. Aha. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich der Text, die Alphabetgröße Sigma ist, ja, und ich teile das immer auf, binär, in zwei Teile, heißt, ich habe eine Tiefe von Log Sigma, und das ist auch der Platz, den ich brauche, um ein Symbol darzustellen. Ja? Naiv. Das heißt, wenn ich jetzt da Bitvektoren speichere auf jeder Ebene, der Länge n, und die sind auf jeder Ebene höchstens n Bits, dann brauche ich für den Gesamt-Wafer-Tree brauche ich dann n log Sigma Bits. Das entspricht jetzt zunächst dem Platz der Originalsequenz. Und genau. Und dann brauche ich dann zusätzlich die Topologie. Ja? Also ich habe Sigma Kinder im Binärbaum, das heißt, ich habe insgesamt Sigma viele Knoten hier, und da brauche ich aber, wenn ich da jeweils einen Pointer speichere, habe ich doch dann nochmal Sigma log n Bits zusätzlich. So, genau. Und genau, jetzt wollen wir mal sehen, wie man diese Rank-Anfrage beantworten kann, nach einem bestimmten Symbol. Genau, jetzt wollen wir Rank A, also ich will das wissen, wie viele A's sind bis zur Position 11 da drin. Und das kann man jetzt reduzieren dann, also diese auf Ranks, auf diesen Bitvektoren. Ja. Das heißt, man fängt an der Wurzel und fragt sich, ja, wie viel A's sind da drin, und das kann man jetzt reduzieren, indem man weiß ja, in welcher Alphabethälfte dieses A ist, oder was der Code von dem A ist. Das A, das fängt mit der 0 an. Also reicht es mir erstmal zu sagen, ja, wie viel, weil das A in der Hälfte ist, das mit 0 anfängt, kann ich erstmal zählen, wie viele Nuller sind da drin. Ja, bis zu der Position. Und da stelle ich fest, da sind 1, 2, 3, 4, 5 Nuller drin. Das kann ich mit dieser Datenstruktur in konstanter Zeit machen. Also kann ich das, ich meine, kann ich die Frage reduzieren auf, wie viele Symbole sind jetzt da im Präfix von 5, ja, weil ich habe es genau hier bis zu der 11 habe ich genau 5 Symbole, die mit 0 anfangen. Ja, und dann weiß ich, der zweite Buchstabe wieder 0, ja, das heißt, ich kann hier wieder zählen, wie viel Nuller sind hier drin. Das sind 3 Stück. Und Rank von 0 lässt sich natürlich durch Rank von 1 ausrechnen, indem man einfach sagt, wenn ich das bei Position zu Position i will, kann ich einfach sagen, i minus Rank von 1, ja, gibt mir Rank von 0. Ja. Das heißt, ich brauche da keine zusätzliche Datenstruktur für Rank 0 oder Rank 1. Also Rank 1 reicht für beide Fälle. Und genau, und jetzt im letzten Schritt weiß ich, dass das A mit einer 1 kodiert ist. Jetzt kann ich dann also zählen, wie viel A's in dieser Subsequenz sind. Und ich komme ein Blatt an, und im Blatt ist dieses Teilalphabet nur noch, hat Größe 1, ist also das Symbol selbst. Und dann weiß ich, jetzt sind da 2 A's drin. Ja. Das heißt, diese Rank-Anfrage lässt sich reduzieren auf höchstens Log-Sigma viele Rank-Anfragen auf Bitvektoren. Ja. So, das heißt, ich kann dieser Zählvorgang lässt sich jetzt statt linear, mit linearer Zeit durch ein Scanning, lässt sich das mit nicht viel mehr Platzaufwand, ja, weil ich habe jetzt durch diese Rank-Struktur auf den Bitvektoren habe ich nur dieses Sublineare viel Platz. Ja. Und genau, bisher war die Platzkomplexität natürlich n mal log Sigma, und jetzt kann ich einfach, indem ich die Topologie eines Huffman-Baums anwende, ja, also ich bilde den Huffman-Code über diese Sequenz oder für die Sequenz, für die Verteilung der Buchstaben, genau, baue ich dann den Huffman-Baum, und das heißt, jetzt ist die mittlere Anfragezeit ist dann eben genau die Entropie von
von der Sequenz. Ja? Das heißt, in dem Beispiel, wenn ich das aufbaue mit den Wahrscheinlichkeiten, kriege ich eine Entropie von 2,14 raus. Das heißt, wenn ich das mit n multipliziere, mit 19, dann kriege ich 40, irgendwas. Das heißt, es ist irgendwie ein bisschen kleiner als 41 Bits, die optimale Darstellung. Mit dieser balancierten Topologie, die ja schon platzsparend war, weil das quasi kein vollständiger Binärbaum, habe ich 49 Bits braucht für die Darstellung, und jetzt mit dieser Huffman-Topologie bin ich dann also sehr nah dran an der optimalen Darstellung von 42 Bits. Ja? So, das heißt, das war jetzt eine komprimierte Darstellung eines Objekts, und man kann trotzdem effizient Anfragen beantworten. Und genau diese Struktur, dieser Wavelet-Tree, der wird zum Beispiel heute im Genome Sequencing, Next Generation Sequencing, eingesetzt, um Pattern Matching zu machen. Weil mit dieser Rank-Funktion lässt sich effizient Pattern Matching implementieren. Genau. Und der Text, also der Index, der das zulässt, dann in effizienter Zeit das Pattern Matching zu machen, also wenn m die Patternlänge ist, m mal genau die Zeit für dieses Rank, also log sigma, der ist kleiner als der Text selber. Ja, also der ist komprimiert. Und man kann natürlich dann auch dieses Access lässt natürlich auch zu, jedes beliebige Zeichen wieder zu extrahieren. Und das Access ist noch leichter als dieses Rank. Und das kommt dann in der Übung dran. So, eine zweite Saxing-Struktur ist das sogenannte Elias-Ferno-Coding. Ja? Und das kann zum Beispiel auch verwendet werden, um dieses Fax, diese Lauflängenkodierung zu kodieren. Ja? Also sei x eine aufsteigende Sequenz im Universum von 0 bis n minus 1. Und dann lässt sich, also die naive Darstellungsweise wäre jetzt einfach, wenn ich m Zahlen da drin habe in der Sequenz, dann wäre die naive Darstellung m mal log n Bits. Und jetzt gibt es aber eine Darstellung, diese Elias-Ferno-Kodierung, die das besser macht. Die macht das in m mal log n durch m abgerundet plus 3m und dann wieder so einen sublinearen Term in m. Ja? Und ich kann aber trotzdem noch in konstanter Zeit auf jedes Element xi in dieser Sequenz zugreifen. So, genau. Und das tritt in vielen Anwendungen auf, so aufsteigende Sequenzen. Also zum Beispiel, wenn man denkt, wenn man Graphen darstellt, haben Adjazenzlisten, die kann ich aufsteigend sortieren. Und anstatt die einfach unkomprimiert abzuspeichern, kann ich die mit Elias-Ferno abspeichern. Oder wenn man an Suchmaschinen denkt, dann da ist der invertierte Index ist da die Hauptdatenstruktur, also die meist verwendete Datenstruktur überhaupt wahrscheinlich heutzutage, also Grundlage von allen modernen Suchmaschinen. Und da notiere ich mir für jedes Wort, in welchem Dokument dieses Wort vorkommt. Und die Dokumente sind durchnummeriert und dann speichere ich das natürlich auch aufsteigend an. Nummeriere ich das aufsteigend oder ordne das aufsteigend an, und dann kann ich mit dieser Codierung effizient darauf zugreifen und habe es auch trotzdem noch komprimiert. Genau. Und genau, jetzt weiß nicht, in 2 Minuten, da höre ich besser auf. Das kommt dann nächstes Mal dran, wie das funktioniert.